In den Räumlichkeiten der Sparkasse Südholstein fand die diesjährige Mitgliederversammlung des Stadtmarketing Neumünster e.V. statt. Der Ausblick in das laufende Jahr 2015 sowie die Rückschau auf 2014 fielen trotz der Schließung von Karstadt positiv aus. Aus der Not eine Tugend machend, will die Versammlung die kommenden Aufgaben angehen. Christoph Janke gab mit seinem Vortrag Fernsehen 2.0 YouTube als Marketinginstrument der Versammlung einen Ausblick, wie sich das Marketing der Stadt zukünftig entwickeln könnte. Wir haben ja das Stadtmarketing vor einiger Zeit eingerichtet, einfach um auch die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu erhöhen, damit natürlich auch die Attraktivität zu erhöhen, den Geschäften letztendlich mehr Personen zur Verfügung zu stellen. Herr Keller macht dort einen großartigen Job, indem er viele attraktive Veranstaltungen in der Innenstadt präsentiert und organisiert, um einfach damit die Aufmerksamkeit für Neumünster zu erhöhen und den Menschen, die zu uns kommen, letztendlich auch die Freude zu bieten, dass sie hier etwas erleben und etwas geboten bekommen. Ich bin ja einer der Gründerväter dieser Entwicklung, sage ich mal, und dieses Prozesses, denn als wir vor 10 Jahren diesen ganzen Prozess angeschoben haben, damals noch mit dem Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur, heutigem Oberbürgermeister und dann nachher auch Matthias Neumann, haben wir im Grunde 3-4 Veranstaltungen in Neumünster gehabt und jeder hat sich die Baseballschläger gegenseitig auf die Knie gehauen. Und das fand ich nicht so witzig und wir mussten endlich einen Prozess herbeiführen, dass wir in dieser Stadt endlich mit einer Sprache sprechen. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen, indem wir Verwaltung, Selbstverwaltung, sprich Politik und eben auch die Wirtschaft in ein Boot geholt haben, was sich im Stadtmarketing-Beirat eben widerspiegelt und die auch die ganzen Aktivitäten des City-Managements steuern. Also ganz wichtig sind natürlich die Maßnahmen, die jetzt für die Innenstadt geplant sind, dass das wirklich auch greift. Diese Stadt boomt und ich glaube, das geht weiter. Das heißt also, Menschen wollen nach Neumünster. Ich glaube, Neumünster wird zunehmend sexy. Also ganz groß sind wir dabei in der Veranstaltungsorganisation, in neuen Veranstaltungskonzepten, die wir jetzt auch für die Zukunft, auch für die kommenden Jahre durchführen wollen. Und neben den Veranstaltungsorganisationen bzw. den Konzepten wollen wir natürlich auch in den neuen Medien noch stärker auftreten. Wir haben eine Neumünster-App extra für die Touristen und auch für die Neumünsteraner konzipieren lassen, die jetzt an den Markt für Android und iOS gegangen sind. Ein ganz neues zentrales Element in der Neumünster-Applikation für Smartphones ist der zentrale Veranstaltungskalender, in dem man eine vielfältige Auswahl an den Veranstaltungen in der Neumünsteraner Veranstaltungslandschaft finden kann. Und nebenbei nicht nur der Veranstaltungskalender, auch der Newsletter, wo man sich jederzeit Informationen über unsere Inhalte und der Produkte dann bekommen kann. Alle Vorstandsmitglieder des Stadtmarketing Neumünster e.V. wurden in ihrer Funktion bestätigt und wiedergewählt. Ein Konzept für einen Leerstandsmanagement.